Die Frau Lehrer hat mich heute gefragt, 35 plus 19, das konnte ich nicht rechnen, so kompliziert. Aber du musst doch einfach nur statt 19 20 dazu zählen und dann wieder eines weg. Was soll ich tun? Wieso soll ich 20 dazu zählen, wenn ich nur 19 brauche? Du sollst mit Vorteil rechnen. Wenn du 20 dazu zählst und nachher wieder eines weggibst, hast du 19 dazugegeben. Hä? Das verstehe ich nicht. No, kannst du dich noch erinnern, das, was Dagi und Doggy gerade besprochen haben, das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Weißt du noch? 19 dazuzählen ist ziemlich schwer. Und deswegen haben wir gesagt, naja, 19 ist ja eigentlich fast so viel wie 20, nur eines mehr. Und es ist einfacher, zuerst einmal 20 dazuzuzählen, weil dann brauchst du ja nur die zwei Zehner zu den Zehnern dazuzählen. Also 3 Zehner plus 2 Zehner sind 5 Zehner oder andersrum gesagt 35 plus 20 ist 55. Tja, und wie Doggy dann richtig gesagt hat, du sollst natürlich nicht 20 dazugeben, sondern nur 19. Das heißt, wir haben eines zu viel dazugegeben und das ziehen wir jetzt ganz einfach wieder ab und wir haben nun 54. Und das ist auch unsere Lösung. Ha, lustig, ich hoffe, du kannst dich noch erinnern. Das gleiche ist, wenn wir jetzt haben 46 plus 39. 39 ist eigentlich schon fast 40. Und wenn wir jetzt da 40 zu 40 dazuzählen oder zu 46 dazuzählen, haben wir 86. Und den einen, den wir da zu viel haben, weil wir ja 40 dazugegeben haben und nicht nur 39, den ziehen wir ganz einfach ab und wir haben 85. Könnt ihr euch erinnern, ihr habt gesagt, wenn zuerst in der Rechnung Plus ist, schau mal, wenn hier ein Plus ist, muss ich nachher wegzählen. Und wenn ein Minus ist, muss ich es nachher dazuzählen. Was heißt Minus? Du kannst dich erinnern, wir haben hier auch Minus mit Vorteil gerechnet. Wir haben zum Beispiel 65 minus 29 gerechnet. Okay, 29 ist fast 30, genau. Tja, und wenn ich jetzt von 65 zuerst 30 abziehe, was ja einfach ist, ich muss ja eigentlich nur die Zehner abziehen, dann habe ich 35. So, aber jetzt habe ich eines zu viel weggegeben. Ich hätte ja nur 29 weggeben sollen und habe aber 30 weggegeben. Das heißt, es war eines zu viel und das zähle ich nachher wieder dazu. Das, was wir gesagt haben, wenn ich zuerst Minus rechne, muss ich nachher den Einser dazu zählen. Und wenn ich zuerst Plus rechne, dann zähle ich ihn nachher weg. So, jetzt üben wir ein bisschen, okay? So, hier haben wir nun einige Rechnungen. 46 plus 29. 29, das ist fast, überlege, 30, genau, richtig. Also rechnen wir 46 plus 30. Das ist 76. Richtig. Wir haben hier Plus, also müssen wir den Einer wegzählen. Wir haben ja auch eines zu viel dazugegeben. Also 76 minus 1 ist 75. War das auch dein Ergebnis? Super, dann schauen wir uns gleich das nächste an. 39 ist eigentlich fast so viel wie 40, eines mehr. Wenn ich jetzt zu 54 die 40 dazugebe, 5 Zehner plus 4 Zehner, 54 plus 40, 94. Ich habe eines zu viel dazugegeben, das nehme ich jetzt wieder weg und ich habe 93. Und, wie schaut's aus? Hattest du das auch? Fein. Machen wir gleich weiter. 19, das ist eigentlich so fast so viel wie ja, 20. Okay, wenn wir hier jetzt die 20 dazu zählen, so 67, dann haben wir 87, richtig, 87. Wir haben aber eins zu viel dazugegeben, das nehmen wir wieder weg und wir haben dann nur
86. Hier haben wir 49. 49 ist fast so viel wie 50. Okay. So, wir zählen zu den 38 die 50 dazu. Wir zählen zu den 13ern 15er dazu. Dann haben wir 88. Tja, aber wir sollten ja nur 49 dazugeben und nicht 50. Und deswegen haben wir hier nur 87 und nicht 88. Okay, wir kommen zu den Minus. Ja, jetzt rechnen wir zuerst Minus. Das heißt, wir nehmen dann eines zu viel weg und müssen es nachher dazugeben, müssen also Plus rechnen. 79 ist so viel wie 80, genau. Puh. Jetzt geben wir von 81 80 weg. Ja, wie viel bleibt uns denn dann? Genau, 8 minus 8, nur dieser Einer hier. Und den einen, den wir zu viel weggegeben haben, den zählen wir zu den Einern dazu, also 2. Na, das war ja einfach. 39 ist fast so viel wie 40. Gut, wir nehmen hier von 93 die 40 weg, dann haben wir nur mehr 53. Jetzt haben wir aber 1 zu viel weggenommen, denn wir sollten ja nur 39 wegnehmen. Ja? 93 weniger 40 sind 53 plus das eine, was wir zu viel weggenommen haben, haben wir 54. Hier haben wir fast so viel wie, richtig, wie 60. Gut, 87 weniger 60, wenn ich die 60 abziehe, dann habe ich nur mehr 27 und 1 gebe ich wieder dazu, also 28. Und hier habe ich fast so viel wie 30, das heißt 76 minus 30 sind 46. Ich habe aber eines zu viel weggegeben, das gebe ich wieder dazu, also 47. Wenn du es noch nicht ganz verstanden hast, dann hör dir die Erklärung noch einmal an und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Lösen der Aufgaben.